Meine Damen und Herren, aus der Reihe Odeon des Bayerischen Fernsehens übernehmen wir heute Abend ein Meisterkonzert aus der Carnegie Hall, New York, in dem Isaac Stern, Pinkas Zuckermann und Leonard Rose Werke von Ludwig van Beethoven spielen. Guten Abend, meine Damen und Herren. In dem für Freunde der Kammermusik, besonders aber für ausübende Hausmusiker, seit Jahrzehnten unverändert amüsanten, aber nicht nur deshalb sehr lesenswerten Buch »Das stillvergnügte Streichquartett« von Bruno Aulich und Ernst Heimeran, wird das Klavier im Hinblick auf seine Eignung in kleinen Kammermusikensembles als ein Instrument bezeichnet, das zwar Piano heißt, aber meist Forte spielt. Und gegen das die übrigen Instrumente, Violine und Violoncello, nur mit vereinten Kräften, laut und unisono spielend, sich behaupten können. Weniger humorisch ausgedrückt heißt das, im Gespräch der Instrumente untereinander zerstört das Klavier sehr leicht die Gleichberechtigung. Weil es dem Charakter der Streichinstrumente nicht adäquat ist, gibt es in Trios normalerweise und kräftig den Ton an. Und so neigt das Klaviertrio eher zu konzertantem Charakter als ein nur aus Streichern gebildetes Ensemble. Kein Wunder, dass noch zu Beethovens Lebzeiten seine sämtlichen Symphonien für Klaviertrio eingerichtet erschienen sind. Die zweite von seiner eigenen Hand. Die Entwicklung des wegen seiner spielerischen Möglichkeiten und seiner Klangfreude beliebten und von sehr vielen Komponisten bedachten Klaviertrios begann um 1780, als das Klavier allmählich das Cembalo verdrängte. Haydn hat sehr viele Klaviertrios geschrieben, Mozart 6, Beethoven 7, Schubert, Brahms, Schumann, Dvořák, Smetana, Reger, viele Komponisten bis in unsere Tage hinein haben dafür gesorgt, dass die Kammermusikvereinigungen, die sich diesem Genre widmen, niemals an Stoffmangel leiden müssen. Eine Vereinigung von Profis, die nur Streichtrios vorträgt, hätte ein vergleichsweise sehr schmales Repertoire anzubieten. Denn die Gattung des Trios für Violine, Violoncello und Bratsche, in der alle drei Instrumente völlig gleichwertig behandelt werden, beginnt eigentlich erst mit dem späten Mozart, dessen einzige Komposition für diese Besetzung das Divertimento in S-Dur 1788 geschrieben, gewiss den jungen Beethoven inspiriert hat, sich der gleichen Gattung zuzuwenden. Er war ja Ende 1792 vor allem nach Wien gekommen, um von den dortigen Meistern zu lernen, von Haydn vor allem, der sein Lehrer wurde, aber auch aus den Werken Mozarts, der ein Jahr zuvor gestorben war. Sein erstes Trio, Opus 3, brachte er schon aus Bonn mit. Die Serenade, ein wunderschönes Stück, Opus 8, und die drei Streichtrios, Opus 9, komponierte er 1796 und 97. Wenn diese fünf beethovenschen Streichtrios zwar zum Herzstück der gesamten Literatur für diese Besetzung wurden, uns aber dennoch nicht den Beethoven auf der Höhe und im Besitz seiner ganzen vollen Schaffenskraft zeigen, so kennzeichnet das nur ein frühes Stadium seiner Entwicklung und keinerlei Missverhältnis gegenüber der Sache. Beethoven selbst hielt die drei Trios Opus 9, so schreibt er jedenfalls im Brief an einen Mäzen, für die besten seiner bisherigen Werke und sicherlich zu Recht. Die Frage, warum er danach nie mehr auf diese Gattung zurückgekommen ist, lässt sich nur vermutungsweise beantworten. Man könnte meinen, das Komponieren für diese Besetzung, ein Streichquartett heißt es oft, in dem eine Geige fehlt. Das Komponieren für diese Besetzung sei ihm zu unattraktiv geworden, zu leicht, nachdem er 1800 mit der Veröffentlichung der ersten sechs seiner insgesamt 17 Streichquartette in Regionen vorgestoßen war, die er im Bereich der Kammermusik zwar unaufhörlich vertiefen, aber nie mehr verlassen sollte. Wenn das so wäre, warum hätte dann Mozart seine heiter tiefsinnige Serenade für drei Streicher komponiert, als er schon 20 seiner 23 Streichquartette und die beiden Streichquintette geschrieben hat? Kann nicht die Trio-Besetzung zu einer noch intensiveren Bezogenheit der Instrumente untereinander nötigen als das Quartett und insofern einen noch höheren Abstraktionsgrad erforderlich machen? Wenn Beethoven als 30-Jähriger begann, nach neuen musikalischen Ausdrucksinhalten und Möglichkeiten zu suchen,
für deren Verwirklichung das Streichtrio ihm kein angemessenes Instrumentarium mehr bot, dann ist damit eine Entwicklung angesprochen, eine Entscheidung vielleicht, aber gewiss keine Wertung. Nach den beiden herrlichen Schubertschen Streichtrios wurde es ganz still um diese Gattung. Die Romantiker haben sich ihr nicht mehr gewidmet, bis sie im 20. Jahrhundert, ausgelöst vor allem durch Max Reger, dann fortgeführt über Hindemith, Milhaud, Fonsecs und Webern bis hin zum späten Schönberg und vielen anderen Komponisten eine neue Blüte erlebte und erlebt. Welch bedeutende Musik für diese Besetzung komponiert wurde und wie hinreißend man sie spielen kann, demonstrieren der Geiger Isaac Stern, Pinkas Zuckermann, der die Bratsche, und Leonard Rose, der das Cello spielt. Von den drei Trios Opus 9 hören Sie zunächst das erste, zunächst das dritte und dann das erste. Und zwischen diesen beiden ein auch 1796 komponiertes Gelegenheitsstück ohne Opuszahl, das aber unter dem Titel Duett mit zwei obligaten Augengläsern recht bekannt wurde. Es ist ein einsätziges Duo für Bratsche und Violoncello, das Beethoven mit hoher Wahrscheinlichkeit für zwei Musiker komponiert hat, die Brillenträger waren. Ein sehr humorvolles Stück, voller Werf und Schmiss. Und genau so spielen es Pinkas Zuckermann und Leonard Rose.